Hallo, meine Lieben, heute stelle ich euch von Mojo einen wunderschönen Dalmatiner vor. Und also ich finde, die schaut schöner aus wie Schleich. Ich muss jetzt nicht schlecht über Schleich reden, aber ich finde den Dalmatiner einfach schöner von Mojo. Der ist dieser Hund, den habe ich aus dem Internet herausgekauft, also rausbestellt, habe ich vor kurzem mal gemacht. Und den möchte ich euch heute mal zeigen. Und vielleicht kann ich euch auch mal zeigen, wie man solche Halsbänder für solche Steinfiguren machen kann. Er sieht echt, er ist auch gar nicht mal so klein. Er ist größer wie der von Schleich. Die Salzbänder sind einfach so locker aufgebracht. Mit Kleber habe ich sie festgemacht. Also die sind relativ locker, aber kann man den runternehmen. Also wer nicht mehr diese Halsbänder haben möchte, kann sie auch einfach Papier nehmen oder sonst was immer. Dann kann man für solche Hunde das machen. Aber es geht jetzt nicht. Es geht ja nicht um dieses Halsband von Shiloh, sondern es geht um den Hund. Also der Shiloh hat auch eine ganz eine gute Größe, finde ich. Also er war jetzt nicht so. Er hat 5 € gekostet. Ja, es war nachvollziehbar. Man hätte den Preis auch ein bisschen runtersetzen können, vielleicht so auf 4 €. Aber der ist auch größer, der Hund. Und da kann man das schon ein bisschen. Ja, es ist ein ganz toller Hund. Und meckern tue ich da gar nichts. Der ist vom Jahr, glaube ich, 2016 oder 18. Wenn ich mich nicht täusche, steht es. Steht hier drauf. Ja, ich glaube sogar fast so. Ja, das ist 2016. Und also den Dalmatiner, wenn euch der gefällt, dann kann ich euch gerne den Link in der Beschreibung lassen. Und also, ich muss schon sagen, dieser Dalmatiner ist absolut der schönste Dalmatiner. Ich kenne Mojo nicht, die Marke. Habe ich auch nur den Hass in ein Akita noch. Den Akita zeige ich euch auch noch in einem Video irgendwann. Aber er ist sehr, sehr schön. Leider hängt da irgendwie oder ist da noch ein Farbfleck. Es ist kein Farbfleck, da war mal, glaube ich, das Preisschild noch dran oder es war auf dem Vorderbein. Ich weiß jetzt nicht, was ich da jetzt von halte, aber mir stört dieser. Diese 2 schwarze Flecken gar nicht. Und also ich finde, diese Figur schaut auch generell sehr, sehr schön aus. Sie hat eine gute Größe, wirklich. Also, das weiß man, dass es auch ein Dalmatiner ist. Und das sieht man auch. Und ja, Leute. Ich kann eigentlich nichts dazu meckern. Viel zu sagen habe ich ja nicht zu der Figur, aber sie ist sehr schön gestaltet. Unten jetzt hat ein bisschen weniger, weil die Pfoten nicht so farbig geworden sind. Aber es ist völlig okay. Also seine echt eine schöne Figur, muss ich euch echt mal sagen. Ich kenne da nicht so viele, die wohl so schöne Hunde gestalten können. Und ja, das war's für den Video zu Shiloh, den Dalmatiner. Haut rein, Leute. Ciao!